Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate auf meinem Kanal. Ja, es ist wieder eine Woche vergangen. Ich darf mich jetzt auch von der 28. Woche verabschieden. Bin heute ganz frisch in die 29. Woche gerutscht. Was bedeutet, ich habe auch den 7. Monat hinter mir gelassen und bin jetzt im 8. Schwangerschaftsmonat. Das heißt wirklich, ja, auf der Zielgeraden im letzten Drittel der Schwangerschaft und ja, was soll ich sagen? Mir geht es nach wie vor sehr, sehr gut. Ich habe mir wieder ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, die ich euch von dieser Woche erzählen wollte. Es war diesmal ehrlich gesagt gar nicht so viel. Und ja, bevor ich das jetzt natürlich wieder vergesse, ich habe es mir jetzt extra auch hier hingelegt, machen wir jetzt wieder hier die Häkchen auf meinem Baby-Countdown. Das heißt, 28. Woche können wir abhaken und den 7. Schwangerschaftsmonat können wir abhaken. Das heißt, ihr seht es jetzt hier. Es ist jetzt nicht mehr lange. Was habe ich heute Morgen bei Instagram gepostet? Da zähle ich ja den Baby-Countdown täglich runter. Es sind jetzt noch 86 Tage. Das klingt irgendwie wahnsinnig wenig. Vor allem, wenn man überlegt, man muss ja auch irgendwann damit rechnen, dass das Kind vielleicht auch früher kommen kann. Und ja, also Wahnsinn. Was ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben habe, was ich aber kurz noch erzählen will, bevor ich anfange, bevor ich das hier nachher wieder vergesse. Auch mit dem Namen fürs Baby machen wir so langsam Fortschritte, sag ich mal. Wir haben immer noch keinen finalen Namen. Es liegt mir auch ehrlich gesagt ein bisschen im Magen, dass das Thema immer noch nicht final geklärt ist. Aber ja, ich finde es einfach eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Vor allem, wenn man sich auch einfach nicht einigen kann. Also ich muss sagen, ich habe mittlerweile einen großen Favorit, der mir wirklich wahnsinnig gut gefällt. Also ich, man sagt ja so schön, ein paar Tage damit schwanger gehen. Wie passend. und ich muss sagen, je länger ich über diesen Namen nachdenke, je toller finde ich ihn. Er erfüllt alle meine Kriterien und ja, ist jetzt glaube ich auch nicht so der häufigste Name, was unter anderem auch ein Kriterium ist. Großes Problem, meinem Mann gefällt er nicht wirklich. Er hat einen anderen Namen vorgeschlagen, den finde ich an sich nicht schlecht. Das Problem ist nur, man wird ihn definitiv immer abkürzen, da bin ich mir hundertprozentig sicher und mir gefällt aber die Abkürzung nicht von dem Namen. Und das ist echt, ja, ich weiß es nicht, vielleicht kann ich meinen Mann ja noch überzeugen. Aber er soll natürlich auch glücklich mit dem Namen sein. Von daher, ja, wir sind weiter an dem Namensthema dran. Huch, nicht wegfallen, Handy. So, dann kommen wir mal zu den Befindlichkeiten in der Schwangerschaft. Also, was ist mir aufgefallen? Die Bewegungen vom Baby sind mittlerweile echt relativ stark. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass man das wirklich von außen vom Bauch nicht nur natürlich spürt, und mein Mann spürt es ja schon länger, aber dass man das auch richtig sieht. Also dass man hier so einen kleinen Kick hier und einen Tritt da. Ich habe das neulich auch mal geschafft, auf Video aufzunehmen. Ich versuche euch mal eine Szene hier einzublenden. Und das ist wirklich cool. Also ich muss sagen, manchmal ist der wirklich so aktiv, auch wirklich relativ lange Phasen, dass man das wirklich von außen vom Bauch auch wirklich richtig schön sehen kann. Und immer wenn ich dann das Handy vorhole, dann hört er natürlich genau in dem Moment auf. Das ist ähnlich wie wenn ich zu meinem Mann sage, hey, jetzt leg mal die Hand auf den Bauch. Er ist gerade mega aktiv und richtig am Rumturnen. Sobald mein Mann sich von seiner Seite von der Couch zu mir rüber bequemt hat, hat er natürlich aufgehört. Es ist eben so, ne? Und aber jetzt habe ich es einmal einfangen können. Was ich auch gemerkt habe bei den Bewegungen, die fühlen sich jetzt manchmal, wie soll ich sagen, so komisch an. Also es ist dann irgendwie nicht so, dass man sagt, okay, es ist jetzt ein Schlag oder ein Tritt mit dem Bein, sondern manchmal fühlt sich das irgendwie so, ich weiß überhaupt nicht, wie ich es beschreiben soll, so komisch gleitend an, wie wenn so ein Aal durch den Bauch schwimmt und so sich überall lang schlängelt und sich an der Bauchdecke so, ich kann es wirklich gar nicht richtig beschreiben, aber manchmal das ist so, das sind diese Dinge, die mich dann irgendwie so huch, was war denn das jetzt? Also diese Tritte und Kicks und so, da erschrecke ich mich in Anführungszeichen gar nicht. Aber ja, diese komischen Bewegungen, diese aalartigen, gleitenden Bewegungen, ich weiß wirklich nicht, wie ich es besser beschreiben soll, die fühlen sich manchmal echt ein bisschen gruselig an.
Und da würde mich wirklich interessieren, was das Baby in dem Moment für eine Bewegung macht. Also ob er wirklich sich vielleicht in dem Moment streckt und vielleicht so wirklich mit der Hand oder mit dem Arm so an der Gebärmutter entlang fährt oder ob er sich da vielleicht auch dreht und das diese gleitende Bewegung ist, die man dann so spürt. Ich habe keine Ahnung, aber es ist mir diese Woche 2 oder 3 Mal aufgefallen, dass das wirklich ja, sich so ein bisschen merkwürdig angefühlt hat. Obwohl ich immer noch sagen muss, ich genieße die Bewegung nach wie vor. Es tut nicht weh, sie sind nicht unangenehm. Er lässt mich nachts schlafen. Also immer noch ja, mit eins der schönsten Dinge auf dieser Welt, diese Babybewegungen. Sodbrennen war diese Woche fast gar nicht. Also ich glaube, ich hatte es einmal, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, hier speiseröhremäßig, es brennt so ein bisschen, aber überhaupt nicht vergleichbar mit von vor 2 Wochen war das, glaube ich, wo ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, kann das bitte nicht endlich aufhören. So, dann hatten wir ja wieder einen Termin Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe euch ja letzte Woche, da ich Urlaub hatte, so ein bisschen durch die Woche, Entschuldigung, vlogmäßig mehr mitgenommen. Das heißt, da habe ich auch schon so ein bisschen zum Thema Geburtsvorbereitungskurs berichtet. Wir haben nochmal diese eigentliche Phase der Geburt besprochen. Es heißt ja in vieler Literatur Austreibungsphase. Meine Hebamme mag dieses Wort überhaupt nicht, weil es halt, ja, es klingt auch nicht wirklich schön, aber es ist natürlich die Phase, wo man dann eben diese Presswehen hat und das Baby dann tatsächlich auf die Geburt, auf die Welt kommt. Das haben wir nochmal relativ deutlich gesprochen und ich muss sagen, ich habe es auch, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Video erwähnt, sich wirklich ja, so deutlich jetzt nochmal mit der Geburt zu beschäftigen, dass die Hebamme das erklärt und da werden ja auch viele Gedanken in mir selber so angestoßen. Es ist wirklich immer noch so, dass ich mich, muss ich sagen, wahnsinnig drauf freue, diese Gelegenheit hoffentlich jetzt zu haben, mein Baby natürlich auf die Welt zu bringen, dabei Bewusstsein zu sein, ihm zu helfen, auf die Welt zu kommen, den Moment mit ihm und meinem Mann zusammen zu erleben und ja, also da, da kommen mir manchmal wirklich so ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn ich mir das wirklich so bildlich vorstelle, dass es diesmal so sein kann. Wir hoffen, dass es so sein wird. Und ja, es löst einfach irgendwo in mir ja, sehr viel mehr Vorfreude aus, als dass ich wirklich Angst vor dieser Situation habe. Ich glaube, ich habe in dem Video, in dem Vlog ein bisschen genauer noch darüber gesprochen. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr das möchtet. Ich glaube, ich habe es genannt emotionaler Geburtsvorbereitungskurs oder so. Guckt da gerne mal rein. Und was wir diese Woche auch hatten, das war am Samstag, war der Geburtsvorbereitungskurs mit Partner. Das heißt, wir hatten einen Samstagvormittag, da war die Hälfte unserer Gruppe mit ihren Männern dann zusammen bei meiner Hebamme und wir haben eben einfach besprochen, auch nochmal aus Sicht für die Männer, wann geht es denn los mit einer Geburt, was sind die Indikatoren, dass man wirklich sagt, okay, man fährt jetzt dann auch in die Klinik, diese unterschiedlichen Arten, also das heißt regelmäßige Wehen oder Blasensprung, was sollten die Männer dann vielleicht dementsprechend beachten, also dass die einfach den Weg in die Klinik kennen, dass die wissen, wo sie parken sollen, dass sie eben auch wissen, was sie für uns in den Momenten, wo wir dann noch hier zu Hause sind, Gutes tun können, was die vielleicht noch für uns einpacken können, wie die das Auto präparieren können, solche Dinge, auch einfach, dass die Männer da irgendwo so eine Art ja, Verantwortung auch haben und auch eine Aufgabe, dass die wissen, was sie jetzt vielleicht noch vorbereiten können. Dann haben wir besprochen, wie das dann alles im Krankenhaus abläuft, wie lange die einzelnen Phasen dauern können. Also, dass man eben erstmal diese Eröffnungsphase hat, bis der Muttermund sich komplett geöffnet hat, wie lange das ungefähr dauern kann. Und dann haben wir verschiedene Massagetechniken gemacht, wie die Männer einfach unterstützen können, dass die Wehen für uns angenehmer sind, was man generell in dieser Zeit alles tun kann mit Baden und in Bewegung bleiben und so weiter. Unterschiedliche Positionen, die wir einnehmen können, wo der Mann uns einfach auch stützt, dass wir die Wehen am besten ja, in Bewegung oder aufrecht veratmen können. Ja, solche Dinge haben wir besprochen und dann natürlich auch diese eigentliche Geburtsphase, wo dann das Kind auf die Welt kommt. Ich muss sagen, wir haben natürlich auch die Geburtsoptionen Kaiserschnitt bzw. auch Notkaiserschnitt durchgesprochen und auch das habe ich in einem Vlog nochmal relativ ausführlich erklärt, besprochen, was wir daraus auch mitgenommen haben und ich muss wirklich sagen, mein Mann und ich sind ja absolut
dankbar, wie dieses Thema mit Nino, mit dem Notkaiserschnitt damals abgelaufen ist, rückblickend gesehen. Wir sind einfach nur froh, dass dem Kleinen nichts passiert ist, dass er nicht auf eine Intensivstation musste, dass er eigentlich sofort fidel war, dass er bei mir bleiben konnte, dass wir eigentlich auch normal aus dem Krankenhaus nach einem Kaiserschnitt entlassen werden konnten, dass er sich danach gut entwickelt hat und dass eben auch mir nichts passiert ist, dass ich keine Folgen daraus hatte, dass ich natürlich weiterhin Kinder bekommen kann, solche ganzen Geschichten. Ich meine, klar, eine Bauchoperation, die musste natürlich dann trotzdem erstmal verheilen und so weiter. Da hatte ich natürlich Schmerzen, aber trotzdem, im Prinzip sind wir gut aus dieser Sache rausgekommen. Dafür sind wir dankbar. Nichtsdestotrotz war es für uns beide, sowohl für mich als auch für meinen Mann, ein traumatisches Erlebnis. Ich meine, für mich, ja, weil ich eben einfach wirklich Betroffene war, ja, und für meinen Mann natürlich auch, weil für ihn war es natürlich auch ein Schock, als man damals gesagt hat, okay, wir nehmen ihre Frau jetzt mit, das Kind kommt auf die Welt per Kaiserschnitt und sie bleiben jetzt hier. Er hat gesagt, das waren die längsten 7 Minuten seines Lebens, wo ich wirklich einfach mitgenommen wurde. Wir sind über den Flur gerannt und er musste in diesem Raum bleiben und wusste überhaupt nicht, was passiert jetzt denn eigentlich mit meiner Frau, mit meinem Kind. Und es war natürlich auch niemand da, der sich um ihn kümmern konnte, weil das ganze Personal natürlich mit mir mitgekommen ist. Und da muss ich sagen, als wir dann dieses Thema im Geburtsvorbereitungskurs besprochen haben, habe ich schon gemerkt, dass es auch noch in ihm arbeitet, beziehungsweise eben Erinnerungen hochkommen. Und wir haben uns danach auch nochmal unterhalten und wir würden uns wirklich beide so sehr wünschen, dass wir jetzt eine natürliche Geburt erleben. Und ja, also schaut da gerne, ich möchte es jetzt nicht nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen, sonst wird das Video nämlich wieder so lang. Ich sehe nämlich hier oben immer die Zeit, die läuft und ich möchte euch auch nicht überstrapazieren. Aber schaut euch gerne auch nochmal das Video rein, da erzähle ich euch noch mal ein bisschen genauer, was wir aus dem Kurs mitgenommen haben und was wir uns jetzt dann gerade ein bisschen auch für Gedanken machen. Genau, was hatten wir noch? Ich habe ja schon erzählt, ich habe diese Woche oder die letzte Woche Urlaub gehabt. Da habe ich natürlich auch viel weihnachtliche Aktivitäten gemacht. Ich habe die Deko aufgebaut, ich habe Kekse gebacken und muss sagen, dass ich wirklich merke, dass ich, ja, was natürlich eigentlich normal ist, echt schneller erschöpft bin als sonst. Also so einen halben Tag in der Küche stehen und ein Blech nach dem anderen Kekse in den Ofen schieben, das macht unheimlich Spaß, aber es ist auch echt kräftezehrend. Also an den Abenden bin ich wirklich tot ins Bett gefallen, ja, weil es einfach irgendwo anstrengend ist, auch diese ganze Zeit zu stehen und so weiter. Da merke ich dann auch, wenn ich dann irgendwie zwischendrin mich mal hinsetzen muss, weil das ganze Blut irgendwie abgesackt ist und so weiter. Also das merke ich schon. Und auch hier diese ganze Weihnachtsdeko-Geschichte, die ich gemacht habe, mit hin und her laufen und hier und dort und da wischen und ja, das war einfach, man merkt, man ist einfach schwanger und nicht mehr so körperlich, so leistungsfähig wie vorher. Was ich auch weiterhin sehr, sehr stark merke, ist dieser Nestbautrieb. Also ich bin, wenn es mir die Zeit zulässt, wenn ich, ja, in Anführungszeichen gerade nichts anderes zu tun habe, ich bin nur am Putzen und am Saugen und am Aufräumen und am Wischen. Also es ist wirklich, ja, also das ist wirklich gerade in mir drin. Und ich bin auch ganz fleißig am Aussortieren und neu ordnen und alles richtig ordentlich machen. Und ja, das ist weiterhin ein ganz, ganz, ganz starker Instinkt, den ich verspüre. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt noch so schnell aufhört. Also da bin ich wirklich die ganze Zeit dabei, irgendwas hier Ordnung zu schaffen und zu putzen. So, was ich diese Woche auch noch, oder in der 28. Woche auch noch gemacht habe, ist ein Termin im Krankenhaus. Und zwar war bei Nino die Situation, dass das Krankenhaus, in dem ich entbinden möchte, eine Hebammensprechstunde angeboten hat. Das heißt, da konnte man sich vorstellen, da wurde dann besprochen, wie stellt man sich die Geburt vor. Da wurde man dann sozusagen schon, ja, als Patient angelegt. Die wussten also, okay, dann und dann könnte es sein, dass Frau Hämmerling eben kommt und ihr Kind bei uns entbinden möchte. Das wird ja aufgrund der aktuellen Situation nicht angeboten. Was aber meine Hebamme mir empfohlen hat, aufgrund der Geschichte der ersten Geburt, dass ich mir einen Termin in der privatärztlichen Sprechstunde geben lasse, um mich trotzdem vorzustellen, dass eben das Personal auch nochmal Bescheid weiß. Ich meine, klar, die Daten sind da hinterlegt, aber dass man eben einfach weiß, okay, in dem und dem Zeitraum könnte es sein und dann weiß man eben da schon ein bisschen mehr Bescheid. Den Termin habe ich jetzt gemacht, den habe ich Mitte Januar, das heißt ungefähr 4 Wochen
vor dem errechneten Termin. Da muss ich mir auch nochmal eine Überweisung von meinem Frauenarzt geben lassen. Das habe ich aber auch gemacht. Das heißt, da werde ich dann auch nochmal mit dem Chefarzt, glaube ich, ja, sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich nur ein Gespräch ist oder ob er da auch irgendwas untersucht. Ich denke nicht, dass er was untersucht, weil ich bin jetzt regelmäßig bei meinem Frauenarzt. Und ja, aber dass man da eben einfach nochmal vielleicht diese Thematik von der ersten Geburt durchspricht und dann eben auch ja, schaut, wie man das eben dann für die zweite Geburt anders machen kann. Genau, das habe ich gemacht. Ansonsten war eigentlich letzte Woche so, ich sag mal, symptommäßig, schwangerschaftsmäßig nichts. Ich habe heute wieder einen Frauenarzttermin. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, das ist schon, ja, es ist heute tatsächlich schon das dritte große Screening. Da freue ich mich schon drauf. Es wird auch heute das erste Mal ein reguläres CTG geschrieben. Ich hatte ja schon zwei, die waren ja, nee, drei? Drei, genau. Oder das war eher ein Tokogramm. Nee, da haben wir doch tatsächlich CTG geschrieben, als ich ungeplant beim Arzt war, weil ich so Schmerzen im Bauch hatte. Da hat man überprüft wegen Wehentätigkeit und dann vor zwei Wochen, nee, letzte Woche, also in der 27. Schwangerschaftswoche war ich ja auch zweimal beim Arzt wegen diesem Auffahrunfall, den ich hatte. Und da hat man ein Tokogramm geschrieben, um einfach zu gucken, ob da Wehentätigkeit war. Die waren ja unplanmäßig. Und heute ist dann der erste Termin, wo planmäßig ein CTG geschrieben wird. Das wird ab jetzt dann immer so sein. Und jetzt habe ich dann auch wirklich alle zwei Wochen einen Arzttermin. Das heißt, die werden jetzt wirklich auch engmaschiger, die Untersuchungen. Und ich glaube, jetzt muss ich mal gerade durchziehen, wie viel habe ich denn noch? Ich habe jetzt 7 Termine sind es jetzt noch und dann sollte das Mäuschen dann mehr oder weniger danach auf die Welt kommen. Also ich bin echt gespannt. Genau, also jetzt heißt es dann alle zwei Wochen zum Arzt. Genau, ich habe mir, ihr seht hinter mir, der Schwangerschaftskalender ist hier verschwunden. Zugunsten meiner Weihnachtsdeko. Ich habe den jetzt hier hinten hinter meinem Esstisch stehen. Ich muss hier übrigens auch alles noch so ein bisschen umgestalten, weil dadurch, dass jetzt, ich zeige es euch mal kurz, hier der Weihnachtsbaum steht, ist jetzt natürlich hier alles ein bisschen chaotisch. Das kann ich natürlich mit meinem aktuellen Nestbautrieb so nicht sehen. Es sieht ehrlich gesagt furchtbar aus. Hier liegen auch 1000 Sachen von meiner Selbstständigkeit, alle Unterlagen, die will ich noch ordnen. Und da muss ich jetzt einfach hier so ein bisschen alles anders strukturieren. Das will ich dann, wahrscheinlich schaffe ich es heute nicht mehr, mal gucken, morgen machen. Deswegen habe ich mir das Päckchen aus dem Schwangerschaftskalender schon rausgeholt, dass ich jetzt hier nicht in diese gruselige Ecke mit euch muss. Das machen wir jetzt noch auf, dann zeige ich euch den Bauch und dann sind wir, glaube ich, eigentlich für diese Schwangerschaftswoche schon durch. Wobei, nee, das mache ich jetzt zuerst, sonst vergesse ich das wieder. Ich habe von euch auf Instagram nämlich eine ganz interessante Frage gestellt bekommen. Lasst mich mal gucken, ob ich die jetzt so schnell finde. Die fand ich nämlich wirklich interessant. Sie lässt sich eigentlich auch relativ schnell beantworten, aber ich will sie trotzdem vorlesen, so wie sie mir gestellt wurde. Hätte ich natürlich vorher auch mal machen können, aber habe sie gefunden. Und zwar habe ich da erzählt, da ging es auch nochmal um das Thema Geburt und dass ich mir da eben, habe ich eine Story ein bisschen dazu gemacht,
ja, was das jetzt gerade viel in mir auslöst, dieses ganze Thema im Geburtsvorbereitungskurs, dass ich mir da jetzt echt viele Gedanken mache und das ja wirklich auch als Chance sehe, jetzt natürlich zu entbinden. Und da hat mir eine Abonnentin geschrieben, war der Gedanke Hausgeburt auch mal da? Und da muss ich wirklich ganz klar sagen, nein, nie, zu keinem Zeitpunkt. Für mich war immer klar, ich möchte in einer Klinik entbinden. Für mich war immer klar, eigentlich auch relativ schnell, in welcher Klinik ich entbinden möchte. Und zwar hier bei uns in Ludwigsburg. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es vom Fahrtweg für uns wahnsinnig geschickt. Wir fahren hier von uns von der Wohnung bis zur Klinik bei normalem Verkehr, würde ich sagen, maximal 15 Minuten. Nachts natürlich könnte man das bestimmt bei wenig Verkehr auch in 10 Minuten schaffen. Es sind da super Parkmöglichkeiten. Mein Mann würde also auch relativ schnell zwischen Wohnung und Krankenhaus hin und her fahren können. Und es ist halt ein Perinatalzentrum Level 1. Das bedeutet, in diesem Haus ist auch gleichzeitig eine Kinderklinik. Was bedeutet das, wenn irgendwas ist, irgendwas sein sollte, dass das Kind danach speziell medizinisch versorgt werden muss, muss es eben nicht woanders hin transportiert werden, sondern kann tatsächlich vor Ort bleiben, versorgt werden, hat da eine sehr, sehr gute Versorgung. Und ich kann halt auch jederzeit während meines Klinikaufenthaltes das Kind dann besuchen. Also das sind so Dinge, die waren mir unheimlich wichtig. Und ich möchte halt tatsächlich auch nicht, so war ja die Vorstellung in der ersten Schwangerschaft und die Vorstellung habe ich jetzt auch wieder, unter Wehen nicht ewig weit wegfahren. Und wenn wir hier direkt in der Umgebung so eine wahnsinnig gute Klinik haben, dann möchte ich da das Angebot auch gerne wahrnehmen. Also Hausgeburt war wirklich noch nie in meinem Kopf, kann ich mir für mich persönlich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Nicht, weil ich hier in Anführungszeichen diese Sauerei nicht haben will, sondern einfach, weil ich da irgendwo, gerade was solche Geschichten angeht, absolut der Typ Sicherheit bin. Also ich würde mich nicht sicher genug fühlen, hier zu Hause mit einer Hebamme zu entbinden, in dem Wissen, dass wenn irgendeine Komplikation auftritt, dass dann erstmal ein Notarzt kommen muss oder ja, weiß ich nicht. Also, nee, da bin ich irgendwie nicht der Typ dafür. Es ist bestimmt mitunter ein schönes Erlebnis, hier in den gewohnten vier Wänden zu entbinden und das dann eben auch alles ja, in einer ganz anderen Atmosphäre zu haben, aber es ist nicht meins. Es ist absolut nicht meins. Von daher, Hausgeburt war bei mir nie ein Thema. Genau. Lasst mich aber gerne mal wissen, ob ihr mit dem Gedanken gespielt habt oder ob ihr es sogar gemacht habt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren und wie ihr das dann empfunden habt. So, jetzt machen wir mal das Päckchen auf. Steht hier eigentlich irgendwas drauf? Geduld ist das Vertrauen, dass alles kommt, wenn die Zeit reif ist. Schöner Spruch. Ein Badethermometer haben wir diesmal drin von Rear. Da hatten wir ja schon mal was von drin. Sehr, sehr süß. In einer Schildkrötenoptik. Ja, schwimmt auch hier oben. Man sieht es hier unten. Ja, sehr, sehr süß. Wir haben zwar schon eins, aber zum Spielen allein kann man sowas ja dann in der Badewanne immer verwenden. Genau. Jetzt zeige ich euch noch den Bauch und dann sind wir tatsächlich durch dieses Schwangerschaftsupdate. Schaut mal. So, der Bauch für den Beginn der 29. Schwangerschaftswoche, 8. Monat. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe diese Kugel über alles. So sehr, wie ich mich auch auf das Baby an sich freue, aber diese Schwangerschaftskugel ist einfach besonders, sie ist schön, ich liebe sie, ich bin einfach wirklich gerne schwanger. Schauen wir mal, wie lange das noch so bleibt. Ihr werdet es mitkriegen, ich nehme euch natürlich mit. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video anzuschauen. Freue mich auch, wenn ihr diese Kamera mitten in der Verabschiedung abgebrochen. Freue mich auch, wenn ihr weiterhin natürlich dabei bleibt. Ich habe jetzt nämlich noch exakt 3 Wochen zum Arbeiten, dann habe ich Weihnachtsurlaub und direkt anschließend an den Weihnachtsurlaub beginnt mein Mutterschutz. Da werde ich euch natürlich auch noch ein bisschen intensiver mitnehmen können. Da stehen natürlich auch noch mal ein paar spannende Dinge an, wie Kliniktasche packen. Wir wollen ja jetzt in den Weihnachtsferien auch das Thema neue Wickelecke angehen, hinten bei uns im Wohnzimmer. Also ja, es werden jetzt wirklich hier ein paar
spannende Themen noch zum Ende der Schwangerschaft passieren. Ich nehme euch sehr, sehr gerne mit. Das heißt, wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt mir eure Fragen, die ihr habt. Und ja, wenn ihr gerade auch schwanger seid, verpasst nicht gerne den Muckelwunder Babybauchclub zu buchen. Ich begleite euch nämlich da in eurer Schwangerschaft, in allen organisatorischen Belangen. Ich habe das alles wunderbar für euch vorstrukturiert, sodass ihr ja auf die einzelnen Schwangerschaftsmonate verteilt alle Aufgaben wirklich super gut erledigt habt. Ich habe das alles schon perfekt für euch vorbereitet. Wir bereiten Erinnerungen an die Schwangerschaft vor, beziehungsweise schaffen Erinnerungen an die Schwangerschaft. Wir bereiten die ersten Erinnerungen an die Zeit mit eurem Baby vor. Und ja, es gibt jetzt im Dezember wirklich nochmal ein ganz tolles Angebot für euch. Denn ja, Weihnachten ist meine allerliebste Zeit im Jahr. Und deswegen habe ich mir überlegt, weil es so gut bei euch ankam, gibt es jetzt für alle, die im Dezember buchen, nochmal mein Schwangerschaftstagebuch in gebundener Form für euch mit dazu. Da war die Nachfrage wirklich sehr, sehr groß. Und ich habe einfach nochmal jetzt ein paar bestellt. Und das gibt es dann eben als Geschenk für euch mit dazu. Ich gucke mal, ob ich es hier gerade griffbereit habe. Genau, es gibt das Schwangerschaftstagebuch ja sonst im Babybauchclub auch als Download. Aber als Geschenk hatte ich ja im Oktober für die Gründungsmitglieder mir ausgedacht, gibt es eben in gebundener Form. Und weil ich eben, wie gesagt, euch jetzt zur Weihnachtszeit auch nochmal was Gutes tun möchte, gibt es das hier jetzt eben auch nochmal für euch als Geschenk on top im Dezember mit dazu. Das Ganze hat einen Wert von ungefähr 10 Euro und ist wirklich richtig schön gestaltet, wo ihr wirklich die einzelnen Schwangerschaftswochen euch notieren könnt. Ihr habt hier vorne Platz, nochmal die Highlights in der Schwangerschaft wirklich aufzuschreiben. Ihr könnt Bilder einkleben, ihr könnt reinschreiben, wie ihr die Geburt empfunden habt, wie ihr denkt, dass sie werden wird und wie sie dann tatsächlich war. Ihr könnt hier eure Meilensteine in der Schwangerschaft reinschreiben und habt dann wirklich eine ganz tolle Erinnerung an eure Kugelzeit. Ihr kriegt das natürlich kostenneutral zugeschickt, den Versand übernehme ich von euch. Das heißt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Mitglied zu werden, jetzt ist nochmal eine ganz tolle Gelegenheit im Dezember, oder wenn ihr frisch schwanger seid, seid am besten von Anfang an mit dabei im Club, denn ab dem zweiten Schwangerschaftsmonat geht es mit der Mitgliedschaft los. Ihr könnt natürlich jederzeit einsteigen, aber ich sage immer, es lohnt sich wirklich schon von Anfang an dabei zu sein, sodass ihr wirklich die Methode, die ich für euch entwickelt habe, in vollem Umfang mitnehmen könnt und eben dann auch von Anfang an alle Aufgaben gut strukturiert habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir zusammen kugeln im Babybauchclub, wenn ich euch in dieser besonderen Zeit eures Lebens begleiten darf. Den Link packe ich euch gerne unten in die Infobox, da könnt ihr euch nochmal genauer zum Club informieren. Ihr könnt mir natürlich aber auch auf Instagram eine DM schreiben, muckel_wunder, wenn ihr nochmal Fragen zum Club habt, euch nicht sicher seid, dann schreibt mir sehr, sehr gerne, dann beantworte ich da natürlich auch nochmal eure Fragen. So, und jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.